Hallo zusammen. Hallo. Da sind wir schon wieder zum Thema Powerstation. Eigentlich war das Thema für uns abgehakt, aber da haben sich einige Aspekte ergeben. Deswegen kommen wir auf dieses Thema nochmal zurück. Unser letztes Video, das blenden wir hier mal ein, das hat für ordentlich Aufregung gesorgt. Wenn man Menschen kennenlernen will, dann braucht man nur einen YouTube-Kanal eröffnen. Es haben sich alle Schattierungen von Menschen gezeigt als Kommentatoren zu diesem Video. Aber wir sind jetzt aktiv geworden. Wir untermauern nochmal das Gesagte und das nicht nur von Laien zu Laien, sondern von Experten geprüft und informiert. Und gleich geht's los. Jawohl, ist sehr interessant. Bleibt also lieber dran. Also wir haben zu dem Video, was wir jetzt nochmals einblenden, das Thumbnail, da haben wir sehr viel Kritik bekommen. Es sind auch sehr harsche Aussagen getroffen worden. Wir bringen Menschen in Lebensgefahr und wir sagen gleich mal eins statementmäßig vorweg. Kein Mensch ist in Lebensgefahr durch uns gekommen. Niemand. Wenn er das so gemacht hat, wie wir das gemacht haben, wir haben auch zu dem, was wir getan haben, weder zu unseren Aussagen noch zu unseren Handlungen etwas zu korrigieren. Ja, und es wäre vielleicht ganz praktisch, wenn manche Kommentatoren sich diese Videos richtig anschauen. Genau, nicht nur eine Minute das anschauen und dann gleich das meckern, weil andere gemeckert haben. Wir müssen auch dazu sagen, Kritik ist sehr wohl okay. Also wir lassen uns gerne, was heißt gerne, wir lassen uns kritisieren, das ist keine Frage. Wir lassen uns auch belehren, aber was nicht geht, das ist Beleidigungen, Beschimpfungen und Verunglimpfen. Wie blöd haltet ihr uns, dass wir uns auf unserem eigenen Kanal beleidigen, beschimpfen und verunglimpfen lassen? Wir mussten aus diesem Grund 5 bis 10 Kommentare sperren, haben aber löschen, haben aber niemanden gesperrt. Also jeder kann weiterschreiben, auch wenn er gelöscht wurde. Wir haben auch niemanden in Gefahr gebracht durch dieses Video. Das ist einfach bösartig, uns sowas zu unterstellen. Entweder ist es bösartig oder derjenige hat sich einfach das Video nicht komplett angeschaut. Wir haben auch niemals gesagt, dass alle Situationen oder jegliches Betreiben einer Powerstation problemlos ist. Nein, es gibt hier ein paar Dinge, die man auf jeden Fall beachten muss. Wir haben gesagt, für unseren Fall ist das, was wir hier zeigen, problemlos. Das ist uns so von Experten gesagt worden und das Ganze ist auch zutreffend. Wir haben uns nämlich jetzt noch weiter kundig gemacht. Im Übrigen gilt generell eins, unsere Videos sind von Laien für Laien. Das sagen wir auch eindeutig, dass wir keine Fachleute sind, was für viele den Vorteil hat, auch für viele, die uns angeschrieben haben übrigens, denn wir haben eine Menge an E-Mails bekommen. Es hat auch den Vorteil, dass wir uns für Laien oftmals verständlicher ausdrücken. Wir haben nämlich auch zur Powerstation Videos von Experten angeschaut und ich muss ehrlich sagen, mit den Fachbegriffen, ich konnte nichts anfangen. Deswegen habe ich auch mich entschlossen, wir uns entschlossen, ein Video zu machen, wie wir das handhaben. Wenn wir etwas sagen und ihr macht es blindlings nach, dann muss ich sagen, dann haben nicht wir euch in Lebensgefahr gebracht, dann habt ihr euch in Lebensgefahr gebracht. Wir haben auch gesagt, in Norwegen dürfen wir mit Tempo 80 fahren. Ja? Das heißt aber nicht, dass ihr vor einer Kurve nicht abbremsen müsst. Wenn ihr dann in die Schlucht runterfahrt, weil eine Kurve vorher war, dann könnt ihr nicht unten liegen und sagen, der Helle hat gesagt, wir dürfen da mit 80 rumfahren. Ja? Also genauso geht es mit der Powerstation. Ja, und wir haben ja auch immer gesagt, wenn ihr irgendwas macht, dann macht euch auch nochmal kundig, ob das so, wie ihr das anschließt oder macht, auch in Ordnung ist. Wir haben immer gesagt, für unser Fahrzeug ist die Situation, wie wir sie hier verwenden, problemlos machbar, ist auch definitiv der Fall. Und wir haben auch gesagt, macht euch für euer Fahrzeug und für eure Situation, wie ihr es verwendet, macht euch da kundig. Aber wir können euch jetzt da noch weitere Informationen geben, denn es gibt nämlich außer den Nörglern und Schimpfern, gibt es nämlich auch vernünftige Leute, die Fachwissen haben und wir hatten mit sehr vielen Kontakt per E-Mail. Dafür bedanke ich mich schon bei vielen, die wissen genau, wen ich anspreche. Wir haben uns per E-Mail auseinandergesetzt, wir haben auch telefoniert. Und dann war ich bei einem Elektromeister, der mit der Sache noch nichts zu tun gehabt hat, aber den ich an unserem Fahrzeug habe alles ausprobieren lassen.
Ganz wichtig ist uns doch bei dem, was wir jetzt sagen, dass wir damit vermutlich nicht abweichen von den Aussagen von anderen YouTube-Kanälen. Wir machen es eben nur in der Laiensprache. Und wir wollen auch die Kompetenz von anderen YouTube-Kanälen keinesfalls in irgendeiner Form in Abrede oder in Frage stellen. Und es liegt uns auch weit fern, irgendjemanden seine Geschäfte zu vermiesen. Ja? Ja. Jeder ist ein freier Bürger und jeder kann tun, was er will, solange das alles in gewissen Rahmen abläuft. Und es läuft ja alles. Ja? Auch unseres läuft im Rahmen ab, auch wenn ihr uns das ein bisschen abgesprochen habt. Ja. Obwohl wir jetzt schon eindeutig gesagt haben, für was wir die Bauerstation verwenden, haben das trotzdem viele nicht verstanden oder wollen es nicht verstehen. Wir haben eine 180 Amperestunden Bordbatterie in unserem Wohnmobil, die es für uns tut. Eine größere hätte auch nur schwierig Platz. Und wir kommen mit dieser 180 Amperestunden Batterie sehr gut zurecht, solange ein bisschen die Sonne scheint, beziehungsweise wir mit dem Gustl wenigstens so 50 bis 100 Kilometer unterwegs sind. Jetzt gibt es aber auch Tage, die komplett verregnet sind. Es gibt Tage, an denen wir frei stehen, also keine Stromsäule da ist. Die Tage sind verregnet und wir wollen mal 2-3 Tage stehen. Dann haben wir Probleme. Dann geht uns einfach der Strom aus und dann wäre eine Alternative, zum Beispiel den Motor zu starten, mit einem Ladebooster die Batterie aufzuladen oder 10 Kilometer zu fahren. Und es ist einfach blöd. Und dafür haben wir diese Powerstation. Wir laden diese Powerstation mit überschüssiger Sonnenenergie. Das heißt, wenn wir irgendwo in der Sonne stehen, dann haben wir so viel Strom, den wir gar nicht verbrauchen können und den auch die Batterie nicht mehr aufnehmen kann. Der geht dann in die Powerstation. Genauso, wenn wir unterwegs sind beim Autofahren mit dem Ladebooster, da ist unsere Aufbaubatterie sehr schnell voll und dann kommt der Rest in die Powerstation. Und wenn wir dann Stromnot haben, weil wir irgendwo im Regen stehen und unsere Aufbaubatterie geht zu Ende, dann nehmen wir, wie es wir gezeigt haben im anderen Video, dann nehmen wir das Kabel, stecken das in unsere Landstrombuchse rein und laden damit 1 bis 2 Stunden unsere Aufbaubatterie voll. Nichts anderes tun wir. Und wenn da Verluste sind, ja, dann mag das so sein, das ist egal. Ansonsten, wenn wir diese Powerstation nicht hätten, dann würde diese ganze überschüssige Energie so und so verfallen. Ja, ja klar, also im Gegenteil. Ja. Ja. Eine Alternative wäre eine zweite fest installierte Batterie, da haben wir keinen Platz. Die nächste Alternative wäre eine größere, das heißt, müssen wir unsere vorhandene ausbauen und wegschmeißen. Ja, aber ja, das macht ja jetzt auch keinen Sinn. Das macht auch keinen Sinn und somit ist eine Powerstation für uns eine ganz geniale Sache, weil wir damit im Falle eines Falles unsere Bordbatterie wieder aufladen können. Ja, genau. Ja? Mhm. Und das funktioniert auch sehr gut. Ja, diese Powerstation kann man übrigens auch mit einem Solarpanel aufladen. Also da braucht man nicht extra während der Fahrt oder so. Also Das geht auch. Nur zur Info, dass das auch geht. Das stellen wir in einem anderen Video mal vor. Also jetzt geht es hier rein um die Sicherheit. Mhm. Powerstation im Wohnmobil. Ja. So, jetzt werdet ihr vermutlich sagen, für was gibt es dann dieses große Geschrei, wenn das alles so problemlos ist. Es ist natürlich nicht alles so problemlos. Wie gesagt, wir haben uns kundig gemacht. Wir waren bei einem Elektromeister, da war der Senior und der Junior da. Die waren auch in unserem Fahrzeug. Die haben alle möglichen Störungsquellen ausprobiert. Und es sind auch Sicherungen rausgeflogen oder FI-Schalter rausgeflogen. Und ich hatte auch intensiven Kontakt, bedanke mich auch an dieser Stelle, zu einem ehemaligen Mitarbeiter, also berendeten Mitarbeiter eines DAX 40 Konzerns. Und zwar ist das ein Elektroingenieur, der Abteilungsleiter in einem DAX 40 Konzern gewesen ist. Und um diese Position inne zu haben, muss man Ahnung haben. Und er hat mir das ziemlich genau erklärt. Kommt auch dann noch ein Statement von ihm dazu, einfach zu seiner eigenen Sicherheit, zu seiner Absicherung. Und es sind zwei verschiedene Netze, also ein normales Wohnmobilnetz oder wenn der Landstrom ans Wohnmobil angeschlossen ist, das ist ganz anders zu interpretieren, wie wenn es von einer Bauerstation kommt. Und da ist auch der Hund begraben. Ja? Was aber
nicht heißt, dass es deswegen wesentlich gefährlicher ist. Wenn man einen gewissen Umgang pflegt, dann ist es auch nicht gefährlicher. Das Ganze hat mit der Erdung zu tun. Diese Powerstationen, die sind nur ausgelegt dafür, dass ein Gerät angeschlossen wird. Wenn da ein Fehlstrom ist, dann passiert gar nichts. Teilweise ist es sogar so gewollt. In Krankenhäusern verwendet man diese Art von Strom, damit, wenn der FI-Schalter aus irgendeinem Grund herausfällt, dass dann nicht auch noch die Lungenmaschine ausfällt. Wir haben auch die Situation in unserem Fahrzeug mit einem Meisterbetrieb getestet und es sind bei uns alle Sicherungen permanent rausgefallen, wenn Fehlströme gewesen sind. Der Meisterbetrieb hat ganz klar zu uns gesagt, nach seiner Einschätzung kann nichts passieren, was dann der besagte Berater vom DAX 40 Konzern etwas kritischer gesehen hat, wobei er auch natürlich nicht in unserem Fahrzeug gewesen ist. Wir sind nämlich mit Sicherungen, FI-Schalter etc. sehr professionell und sehr komfortabel ausgestattet. Mhm. Das Ganze gilt natürlich schon mal nicht mehr für ganz alte Wohnmobile, die keine FI-Schalter haben oder wo die Technik vielleicht nicht auf dem neuesten Stand ist. Wie gesagt, jeder muss sich für sich selber kundig machen und wir machen das für uns. Es ist laut dem Meisterbetrieb kein Problem, die Powerstation in unser Wohnmobil einzuspeisen und die Steckdosen im Wohnmobil zu nutzen. Solange kein Gerät defekt ist, also irgendwie ein Kabelbruch oder sonst was hat, kann gar nichts passieren. Das Problem fängt damit an, wenn ein Gerät einen Defekt hat, dass man einen Stromschlag bekommen könnte. Dann würde normalerweise die Sicherung rausfliegen. Das tut sie auch bei einem Gerät. Aber für uns ist das nicht zutreffend, weil wir nehmen die Powerstation nur damit, dass wir über die Landstromdose unser Wohnmobil, also unsere Bordbatterie, wieder aufladen und dann ziehen wir sie ab, denn wir wollen ja auch unsere Garagentür nicht die ganze Zeit offen haben und dann verwenden wir wieder die 230 Steckdosen von unserer Bordbatterie her mit dem Wechselrichter. Ja. Aber wenn ich einspeise und dann zwei defekte Geräte im Auto benutze, also die defekt sind und dann noch dazu, dass ich dann an Blechen lang oder unter Wasser stehe, unter der Dusche, dann könnte ich einen Stromschlag bekommen. Ja, also sind sehr viele Wenns. Richtig. Und also, sehr viele Zufälle. Ja, also natürlich sind es dumme Zufälle, ja, die unter Umständen passieren können. Das ist genauso wie mein Auto. Ich meine, ich kann auch im Auto einen Schwächeanfall kriegen und bin auf der Autobahn, passiert ja auch laufend. Also es ist immer 230 Volt, ist nie ungefährlich. Aber dass man in Lebensgefahr ist, wenn man Powerstationen betreibt, das ist also weit, weit entfernt davon. Ja. Es wird dann von vielen Kanälen angeboten, das Kabel zu modifizieren. Das heißt, und zwar das Kabel, das man in die Landstromsteckdose reintut. Das heißt, der blaue Draht, es gibt ja in jedem Kabel blau, braun und grün, gelb. Und der blaue Draht und der grün-gelbe Draht werden bei diesem modifizierten Kabel miteinander verbunden. Und dadurch ist eine gewisse weitere Sicherheit vorhanden, dass man also auch die Steckdosen im Wohnmobil verwenden kann, während man die Powerstation dran gehängt hat. Was allerdings tabu ist, ist dann die Steckdosen an der die weiteren Steckdosen, das haben wir ja vier, während dieser Zeit zu nutzen. Das sollte trotzdem nicht gemacht werden. Aber diese modifizierten Kabel, die angeboten werden, ist nichts anderes, als dass hier der blaue und der grün-gelbe Draht verbunden sind, wovon mir aber von dem Meisterbetrieb wieder abgeraten wurde, weil wenn man das macht, dann hat es nämlich auch Nachteile. Einer davon ist zum Beispiel, dass wenn man am Campingplatz die Landstromsteckdose mit dem Wohnmobil verbindet, fallen am Campingplatz alle Sicherungen raus. Also es ist auch nicht das Gelbe vom Ei und man muss sich die Frage stellen, ob dieses Kabel überhaupt notwendig ist. Dann schauen wir weiter. Ich habe nämlich alles aufgeschrieben, damit wir ja nichts vergessen, denn ich habe nicht vor, nochmal ein Video diesbezüglich zu drehen. Dann die Problematik mit zwei defekten Geräten, das habe ich ja schon gesagt. Also um überhaupt einen Stromschlag zu bekommen, muss man erstmal ein defektes Gerät haben. Das fängt in jedem Fall der FI-Schalter bzw. die Sicherung der Powerstation ab. Wenn dann ein zweites defektes Gerät dazukommt, dann könnte ein Stromschlag entstehen, wenn man jetzt nicht darauf achtet, wie ich gerade die Dinge genannt habe.
Ich habe dann gesagt, zwei defekte Geräte, das wäre ja schon mal ein dummer Zufall, aber gut, da ist mir dann gesagt worden, es könnte ja schon eins permanent, ein Gerät, was ich ständig dran habe, zum Beispiel der Kühlschrank, permanent defekt sein und man merkt es gar nicht. Und dann schließt man Haarföhn an, der defekt ist, und dann hat man zwei defekte Geräte. Okay, diese Konstellation wäre denkbar. Insoweit sage ich immer, Vorsicht, mit 230 Volt umgehen. Das ohnehin. Ja. Also in einem Satz nochmal gesagt, wenn das Wohnmobil mit der Powerstation verbunden ist, sollten die weiteren Stecker der Powerstation nicht verwendet werden. Und wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will, dann sollte man während dieser Zeit, während die Powerstation die Bordbatterie lädt, keine 230 Volt im Wohnmobil verwenden. Und dann kann nichts passieren. Es sei denn, wieder irgendeine dumme Sache, ja. Aber von normalen Gebrauch her kann da nichts passieren. Ja, und wir haben ja diesen viel zitierten Berater, leitender Angestellter eines DAX 40-Konzerns. Er hat uns eine Liste zukommen lassen, wie man eine Powerstation absolut sicher betreiben kann. Und diese Liste, also diese Punkte, die will ich euch jetzt da schriftlich vorführen. Und hier kommt die Empfehlung unseres Experten. Das waren also die Punkte für alle Eventualitäten. Er hat gesagt zu mir, wenn jemand jetzt hier noch Fragen dazu hat, er hat wohl kein eigenes Wohnmobil, aber er kennt sich mit der Thematik extrem gut aus. Und wenn jemand Fragen hat, dann schickt einfach eine E-Mail an uns, an unseren Account, helle.ursi@gmx.de. Wir leiten diese E-Mail weiter und er hat uns versprochen, dass er dann darauf antworten wird. Fazit. Ein Rat von zwei Laien. Ja, Ursi? Ja, genau. Jedes Wohnmobil ist anders aufgebaut. Unseres, wie gesagt, sehr komfortabel und nach dem Eindruck, was wir jetzt bekommen haben, sehr sicher. Es gibt Wohnmobile, die haben zum Beispiel noch keinen FI-Schutz. Wenn ihr eine Powerstation haben wollt oder eine habt, fahrt zu einem Elektromeister. Der spielt mit euch alle Fehlstrommöglichkeiten durch. Ihr seht, wann eine Sicherung rausfliegt, wann sie nicht rausfliegt, wann ihr den Stromschlag bekommt. Ich habe bei meinem Elektromeister eine halbe Stunde gebraucht und dann ist alles Situationen durchgespielt gewesen. Vielleicht dauert es eine Stunde, wenn ihr mehr Fragen habt. Das ist bezahlbar. Das kostet nicht die Welt, macht einen Termin aus, fahrt hin, der spielt mit euch alles durch und ihr habt Sicherheit, ihr wisst, auf was ihr euch mit dieser Powerstation einlasst und wo ihr vorsichtig sein müsst. Wir hoffen, dass wir jetzt das alles klarstellen konnten. Ja. Für unsere Situation, wie gesagt, für eure Situation, macht euch bitte selber
kundig, schreibt uns gerne Kommentare und wir hoffen, dass wir alles so klargestellt haben, dass jetzt diese Beschimpfungen nicht wiederkommen müssen und wir bringen Leute in Lebensgefahr. Also schreibt uns gerne und wie gesagt, wer fundiert Auskunft haben möchte, schickt uns eine E-Mail. Wir leiten die weiter. Das möchte ich übrigens noch dazu sagen, wir haben sehr viele E-Mails bekommen. Wir haben auch alle beantwortet, hoffen wir zumindest. Und es war ein Trauerspiel, dass uns manche Leute geschrieben haben, sie schreiben uns lieber eine E-Mail, statt dass sie in Kommentatoren schreiben, weil hier so ein aggressiver Ton geherrscht hat. Also das werden wir jetzt auch nicht mehr zulassen. Wer blöd schreibt, der wird gelöscht oder gesperrt. Ja. Denn unsere Community, die ist uns extrem viel wert und wir haben einen höflichen und freundschaftlichen Umgangston und den lassen wir uns nicht von ein paar Nörglern verderben. Genau so machen wir das nämlich, denn es ist nicht schön, wenn wir dann von anderen Zuschauern geschrieben bekommen, eben, dass sie nicht öffentlich schreiben möchten, weil sie keine Lust haben, zerrissen zu werden. Ja. Das sollte sich mal ein oder andere Gedanke drüber machen. Die machen sich keine Gedanken, die so schreiben. Okay. Also in diesem Sinne bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass wir das jetzt klargestellt haben und dann geht es mit unseren Videos in Zukunft wieder reisemäßig weiter. Ja. In dem Sinn. Also, macht's gut. Tschüss. Ciao. Die Bauerstationen von EcoFlow haben verschiedene Prüfzeichen. Welche, das blenden wir hier im Bild ein.